Der Frühling steht vor der Tür. Nee, der Frühling ist schon da und der Sommer steht vor der Tür. Und jetzt kommen auch endlich wieder unsere Sonnenbrillen regelmäßig zum Einsatz. Und falls du gerade noch auf der Suche nach einer Sonnenbrille bist und dir eine neue kaufen möchtest, dann solltest du dir dieses Video auf jeden Fall von Anfang bis Ende anschauen. Ich möchte nicht, dass du aussiehst wie ich damals und Sonnenbrillen trägst, die dir nicht stehen oder die nicht zu deinem Stil passen. Von daher solltest du die nachfolgenden Tipps auf jeden Fall beim Sonnenbrillenkauf beachten. Und by the way, ich verlinke dir auch ein paar coole Sonnenbrillen unten in der Box. Bevor du dir eine Sonnenbrille kaufst, solltest du dir auf jeden Fall erstmal bewusst machen und dir im Klaren sein, was für eine Gesichtsform du hast. Denn basierend auf der Gesichtsform wählst du schlussendlich dann nachher deine Brille aus. Denn du solltest eine Brille auswählen, die deiner Gesichtsform schmeichelt. Falls du nicht weißt, was für eine Gesichtsform du hast, es gibt eine ganz einfache Methode, um das ganz schnell herauszufinden. Und zwar nimmst du einfach dein Smartphone in die Hand, schaltest auf den Selfie-Modus und machst dann ein Selfie von dir. Und dieses Selfie umrandest du dann einfach, nimmst einfach einen Stift und zeichnest einfach um den Kopf herum. Und dann solltest du wissen, welche Gesichtsform du hast. Falls du mit dieser Methode nicht klarkommst und dann immer noch nicht weißt, welche Gesichtsform du hast, dann check einfach mal dieses Video hier oben ab, was ich dir hier in den Infocards verlinke. Ich habe dazu mal ein ausführliches Video gemacht. Zweitens, du sollst dir vor dem Kauf auf jeden Fall im Klaren darüber sein, welchen Style du favorisierst. Möchtest du zum Beispiel eher eine Aviator-Brille haben, also eher eine Pilotenbrille, oder sollst du doch eher eine runde Brille sein oder eine Cat-Eye-Brille oder doch eher eine außergewöhnliche rechteckige Brille mit einem richtig breiten Rahmen? Meine Empfehlung, geh einfach mal in dich und basierend auf deinem persönlichen Style und auf deiner Gesichtsform wählst du dann deinen Favoriten aus. Sonnenbrillen sollten nicht nur gut aussehen, zu deinem persönlichen Style passen und zu deiner Gesichtsform passen, sondern sie sollten vor allen Dingen eine Sache machen, und zwar deine Augen vor UV-Strahlung schützen. Aber nicht jede Sonnenbrille macht das. Deshalb achte beim Kauf deiner Sonnenbrille auf jeden Fall auf die Tönungsstufen, denn diese sind entscheidend dafür, wie viel Sonnenlicht durch die getönten Gläser durchgelassen wird. Es gibt insgesamt 5 verschiedene Tönungsstufen, von 0 bis 4 werden diese kategorisiert und ich würde euch empfehlen, einfach eine Tönungsstufe zwischen 2 und 3 zu wählen. Also wenn ihr in Mitteleuropa lebt, dann wäre Tönungsstufe 2 auf jeden Fall angemessen und auch nützlich. Wenn ihr weiter Richtung Südeuropa geht oder generell komplett Richtung Süden, dann solltet ihr auf jeden Fall auf Tönungsstufe 3 zurückgreifen. Und wenn ihr viel in den Bergen seid, ja, viel Skifahrt oder auch viel am Radeln seid in den Bergen, dann empfehle ich euch auf jeden Fall Tönungsstufe 4. Denn da kommt fast kein UV-Licht mehr durch. Aber wie gesagt, Leute, schaut auf jeden Fall drauf, wenn ihr eine Sonnenbrille kauft, wie die Tönungsstufe bei der Brille aussieht. Und bei weiteren Rückfragen zu diesem Thema fragt ihr am besten euren Optiker. Ihr kennt vielleicht Leute, die setzen ihre Brille ab und wenn sie ihre Brille absetzen, haben sie so üble Druckstellen auf der Nase und möglicherweise hier auch am Rand des Kopfes. Das sollte euch aber nicht passieren. Ähnlich wie bei der Kleidung ist natürlich auch bei der Sonnenbrille der Fit entscheidend. Gerade wenn es um Tragekomfort und Schutz geht. Denn ich will nämlich nicht, dass ihr wie ich damals rumlauft und eine zu kleine Brille tragt und einfach nicht passend geschützt werdet. Deshalb solltet ihr beim Fit auf jeden Fall auf ein paar kleine Dinge achten. Ich breche das mal runter, auf was ich achte, wenn ich zum Beispiel eine Sonnenbrille kaufe. Als allererste und das Wichtigste in diesem Zusammenhang ist wohl die Größe des Glases. Heißt, die Gläser sollten groß genug sein, damit ihr auch dementsprechend passend und wirkungsvoll vor dem UV-Licht geschützt werdet. Außerdem sollten die Bügel natürlich auch vernünftig eingestellt werden. Falls das nicht der Fall ist, geht einfach nochmal zum Optiker, lasst die vernünftig einstellen, damit ihr Druckstellen an der Seite des Kopfes über dem Ohr vermeidet. Gleiches gilt natürlich auch für die Nasenbügel, um hier auf der Nase Druckstellen zu vermeiden, denn alles das ist einfach so wichtig für den Tragekomfort der Brille. Und grundsätzlich achtet natürlich auch auf die Breite der Brille, damit die zu eurer Kopfform passt. Und grundsätzlich solltet ihr natürlich auch auf die Qualität der Sonnenbrille achten. Ich bin so ein Typ, ich muss einfach Produkte einfach immer in der Hand haben und die haptisch einfach fühlen und anfassen, um am Ende des Tages entscheiden zu können, ob das Produkt hochwertig und qualitativ gut genug ist, damit ich das Produkt auch behalte. Das würde ich euch auch empfehlen und achtet bei einer Sonnenbrille auch zudem darauf, dass dieses CE-Kennzeichen an der Innenseite des Bügels vorhanden ist. Meistens ist es immer an der Innenseite des linken oder rechten Bügels angebracht und dieses CE-Kennzeichen bedeutet einfach, dass der Hersteller gewisse Sicherheitsstandards einhält und dieses sollte definitiv auf der Sonnenbrille zu sehen sein. Ich hoffe, ihr konntet euch aus dem heutigen Video ein paar hilfreiche Informationen für euren Sonnenbrillenkauf rausziehen. Teilt das Video sehr gerne mit euren Freunden und ganz viel Spaß bei eurem Sonnenbrillenkauf.